Werkstatt Salzburg. Das ist was völlig Neues, nicht mehr Werkstatt Bayreuth, sondern hier beim Salzburger Festspielen wird das auch gepflegt. Das war vor kurzem bei Mozarts Zauberflöte so eine gescheiterte Inszenierung, die 2022 überarbeitet wurde. Und das war jetzt bei der AIDA so eine Inszenierung von Shirin Neshat, die 2017 rauskam, damals als Divenvehikel für Anna Netrebko, die ihre erste AIDA gesungen hat, mit Swarovski-Kristallen im Kleid und allem möglichen Glamour. Damals lauter eingefrorene Bilder, wie die lebenden Bilder in Oberammergau. Das war eine völlig gescheiterte Angelegenheit. Die Inszenierung ist nur etwas geschärfter worden. Es gibt Videos von Shirin Neshat, die eine zusätzliche Ebene einziehen, die kommentierend wirken, die dem Ganzen ein bisschen einen neuen Dreh geben. Es gibt auch Merkwürdigkeiten, dass Amun Nasro am Ende des Triumphaktes, wenn die ganzen Äthiopier ja so art rituell umgebracht werden, auch getötet wird, und der kommt dann später wieder als eine Art Phantom der Oper. Das ist ein wenig seltsam, wie gesagt. Da müsste man nochmal hinterfragen, warum das sein muss. Insgesamt würde ich sagen, hat die Inszenierung einen schärferen, einen stärkeren Installationscharakter bekommen. Man schaut gern hin, man merkt, dass eine bildende Künstlerin dahinter steckt. Aber dass jetzt hier Personen genauer gezeichnet werden, dreidimensional aufgefächert werden, das kann man nicht sagen. Also es ist, würde ich sagen, von einer halbkonzertanten Aufführung in eine zweidrittelkonzertante Aufführung übergeführt worden. Ein Debüt heute Abend auch. Piotr Beczauer singt seinen ersten Radames, und das ist eine ganz großartige Angelegenheit geworden. Er hat sich die Geschmeidigkeit seiner Stimme bewahrt, er hat aber ein Erz erheblich zugelegt, und dass es bei ihm auch immer wieder so klingt wie Lehars beste Oper, das tut der AIDA auch sehr, sehr gut. Elena Stikina als AIDA ist etwas feiner, lyrischer unterwegs als Anna Netrebko 2017, manchmal auch ein bisschen verhärteter. Die Zerrissenheit der Figur kann sie etwas besser darstellen. Wer mir ausnehmend gut gefallen hat, war Yves Mo Ubo als Amneris, ein unglaublich energiereicher Mezzo. Und man muss sagen, also rein von der stimmlichen Form hätte dieser Amneris besser zu Radames gepasst, das wäre das idealere Paar gewesen. Alain Altinoglu am Pult der Wiener Philharmoniker, der weiß, was man bei Verdi rausholen sollte und muss und kann. Manches klang ein bisschen wie Brillanz nach Vorschrift, manches fand ich auch ein bisschen zu laut. Das ist nicht ganz vergleichbar mit Riccardo Muti beim 2017er Durchgang, wo man doch eine sehr viel delikatere AIDA gehört hat. Wie gesagt, die Inszenierung, würde ich sagen, die Produktion ist nicht ganz gerettet, aber sie ist erneut zum Vehikel geworden für einen hervorragenden Tenor.